Ach ja, da wird man doch gleich so ein bisschen nostalgisch, oder? Ich habe bei diesen Klängen jedenfalls sofort so ganz bestimmte Bilder vor Augen. Einen Wasserfall, bewaldete Berggipfel und der Rauch, der aus Schornsteinen in den Winterhimmel steigt. Das sieht man nämlich alles im Intro der Serie Twin Peaks. Das ist die Titelmelodie von Twin Peaks. In den 90ern, da ist diese ungewöhnliche Krimi-Mystery-Serie von Regisseur David Lynch enorm erfolgreich. Heute hat die Show absoluten Kultstatus. Sie ist so eine Art Blueprint für viele nachfolgende Serienformate. Ikonisch ist dabei aber nicht nur die Serie an sich, sondern eben auch der Soundtrack. Und genau um den geht's heute, zum Start unserer Popfilter-Themenwoche Serien. Wir schauen uns diese Woche jeden Tag eine Serie und ihre Titelmelodie genauer an. Den Start macht heute Twin Peaks. In diesem Sinne, schnappt euch einen Donut und einen Kaffee. Hier ist der Popfilter am Montag, den 21. August. Ich bin Gregor Schenk. Hi. You know, this is, excuse me, a damn fine cup of coffee. Ja, Agent Dale Cooper, der liebt seinen Kaffee. In der Serie Twin Peaks, da verschlägt es ihn in das gleichnamige und ziemlich verschlafene Städtchen, Twin Peaks eben. Dort soll er den mysteriösen Mordfall an der jungen Laura Palmer aufklären. Dabei gerät er in alle möglichen bizarren Situationen und begegnet jeder Menge seltsamen Charakteren. Die Serie ist ein ziemlich wilder Mix. Mystery, Krimi, Seifenoper, da steckt da alles drin. Und dann hat sie halt auch noch diesen eigensinnigen Humor. Damit ist die Serie in den frühen 90ern ziemlich erfolgreich. Bis heute gibt's da eine richtig eingeschworene Fangemeinde. Vor allem diese surreale und traumähnliche Atmosphäre von Twin Peaks, die hebt die Show von anderen Serien der Zeit ab. Und um diese Atmosphäre zu kreieren, da ist auch der Soundtrack ganz entscheidend. Den schreibt der Komponist Angelo Badalamenti. Mit dem arbeitet David Lynch auch schon vorher zusammen. Die beiden harmonieren einfach sehr gut. Lynch beschreibt da oft einfach die Szenerie, die Stimmung und die Emotionen, die er sich für eine bestimmte Szene vorstellt, und Badalamenti setzt das dann direkt am Klavier um. Hier erklärt er, wie man sich diesen musikalischen Dialog in etwa vorstellen kann. Then he would say, okay, Angelo, now we gotta make a change, because from behind a tree in the back of the woods, there's this very lonely girl. Her name is Laura Palmer, and it's very sad. But get something that matches her, and I just segued into this. Very beautiful. I could see her. And she's walking towards the camera and she's coming closer. Just keep building it. Just keep building it. And she's getting close. Now reach some kind of climax. And I would go, and he said, oh, that's it. Oh, that's so beautiful. Ja, und genau so ist dann ein großer Teil des Twin Peaks Soundtrack entstanden. Zum Beispiel auch diese ikonische Titelmelodie der Serie. Gerade mal 20 Minuten sollen Lynch und Badalamenti gebraucht haben, um die zu schreiben. Das Stück, das ist zunächst allerdings gar nicht für die Serie Twin Peaks gedacht. Die beiden haben das nämlich eigentlich für die Sängerin Julie Cruz komponiert. Unter dem Songtitel Falling erscheint das dann auch schon 1989 auf ihrem Debütalbum Floating into the Night. Mit diesem verhalten, gehauchten Gesang und diesen verträumten Sinti-Klängen gilt das Album heute zu Recht als ein Meilenstein des Dream-Pop. Den Song covern dann auch noch eine ganze Menge anderer KünstlerInnen. Hier zum Beispiel die irische Band Girls Names. Eine
Eine Version dieses Songs ohne Gesang, die benutzt Lynch dann eben als Titelmelodie für Twin Peaks. Und dieser geheimnisvolle, melancholische, aber irgendwie auch ein bisschen kitschige Sound des Stücks, der fängt die Stimmung der Serie ja auch einfach ziemlich gut ein. Hier ist zum Auftakt unserer Spezialwoche über Serien das Thema von Twin Peaks in voller Länge. Unser Song des Tages im Popfilter. Das Intro von Twin Peaks, der Serie von David Lynch, komponiert von Angelo Badalamenti, der erst letztes Jahr im Dezember gestorben ist. Dank dem enormen Erfolg der Serie, da steigt der Soundtrack von Twin Peaks Anfang der 90er sogar in ziemlich vielen Ländern in den Charts ein. Und das ist für so einen Serien-Soundtrack ja auf jeden Fall eine beachtliche Leistung. Falls ihr jetzt Lust habt, auch in diese surreale Welt von Twin Peaks einzutauchen, die Serie kann man aktuell bei Prime Video oder Paramount Plus streamen. Und das war der Popfilter für heute. An der Folge beteiligt waren Yannick Köhler und ich, Gregor Schenk. Morgen geht's dann weiter mit unserer Themenwoche zu Serienmusik. Und bevor wir uns vorarbeiten zu aktuelleren Serien, bleiben wir morgen erstmal noch in den 90ern und widmen uns der Serie Friends. Ich sag nur, I'll be there for you.